Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zum wohl eventuell ersten Let's Play Projekt des Jahres 2018, und zwar Red Dead Revolver. Im Grunde genommen, ja, der Vorgänger von Red Dead Redemption, denn Red Dead Revolver war so das erste Wildwest-Spiel von Rockstar Games. Und Red Dead Revolver hat quasi auch den Grundstein gelegt für Red Dead Redemption und mittlerweile ja auch Red Dead Redemption 2, was ja dieses Jahr noch kommen soll. Im Grunde genommen ist also Red Dead Redemption 2 nicht Red Dead Redemption 2, sondern eigentlich fast schon eher Red Dead Redemption 3, also RDR 3, während Red Dead Redemption der zweite Teil ist und Red Dead Revolver der erste Teil. Wenn man das Ganze nach der Zeitlinie betrachtet, dürfte es so sein, dass Red Dead Revolver als erstes kommt, dann Red Dead Redemption 2, weil der zweite Teil ja vor dem ersten Red Dead Redemption Teil spielen soll. Also vor dem letzten. Und ja, ihr wisst schon. jedenfalls ein neues Let's Play Projekt. Es ist nicht von der PS2, sondern, wie ich jetzt zeigen kann, von der PS3 aufgenommen. Falls ihr euch gefragt habt bezüglich des Anfangs. Ich hoffe, man hört auch den Ton nicht irgendwie so leicht doppelt, weil ich, wenn ich den Ton über die Elgato am PC über die Kopfhörer höre, ist er leicht verzögert, weil ich dachte mir, ich bin so clever und spare mir 20 Euro und hatte mir die normale Elgato HD60 gekauft und nicht die HD60S, die ja instant eine Wiedergabe hat, also die nicht verzögert ist. Die habe ich nicht, deswegen würden über Kopfhörer bei mir die Töne, der Sound so ein bisschen verzögert ankommen, so ungefähr eine Sekunde bis maximal 2 Sekunden, und das bringt mir nichts. Deswegen habe ich den Ton jetzt hier über dem Fernseher, allerdings sehr leise auf Lautstärke 1 vom Fernseher. Wenn ich es noch leiser machen will, höre ich nichts mehr. So, jedenfalls genug der Worte, und ich würde sagen, wir legen direkt los. Spiel fortsetzen. Ich habe das Tutorial einmal kurz gespielt, einfach aus dem Grund, um es mal kurz wieder anzuzocken. Ich finde auch Red Dead Revolver ist ein bisschen unterbewertet. Oder was heißt unterbewertet ein bisschen? Es ist auf jeden Fall untergegangen im Schatten von Red Dead Redemption. Und das finde ich schade, weil Red Dead Redemption kennt jeder, Red Dead Revolver eher weniger. Das kennt kaum jemand heutzutage noch. Und das finde ich schade. Dabei ist es eigentlich fast schon ein Klassiker, würde ich behaupten. Ja, ein neues Spiel, bitte. Kapitel 1. Im Visier. Der junge Nate Harlow baute eine Hütte in einiger Entfernung zum Rear Mountain. Auch um etwas Abstand vom Stamm der Roten Wölfe zu gewinnen, da einige dort nicht glücklich waren über seine Hochzeit mit Sternschnuppe. Let's go. Sehr charmanter Ladebildschirm, finde ich übrigens. Heute noch.
darling! Pa! Son! Our troubles are finally over. We hit a vein of gold as wide as a locomotive that runs clean through Bear Mountain. Hey, Pa, where'd you get that? Isn't she a beaut? Yeah! Can I hold it? She's one of a pair, only two in the whole world. Where's the other one? My partner Griff has it. We made him up special to symbolize our newfound wealth. Can I try it out? One day this fine weapon will be yours. But for now, why don't you take my old pistol? Go on down to the river and practice while I give your ma her gifts. Die Frau ist übrigens Sternschnuppe. Es gibt ein Trainingsgelände, wo du die Pistolblader folge dem gezeigten Pfad bis zum Flussbett, um schießen zu lernen. Das ist quasi das Tutorial. Das Gute daran ist, dass wir das Tutorial ohne Probleme überspringen können. Dennoch müssen wir dafür erstmal nach da unten hinlaufen. Der Controller ist übrigens nicht akkurat, weil ich den PS4-Controller benutze, weil das Ganze auch auf der PS4 gespielt wird. Ja, ich hatte damals beim ersten Mal spielen noch echt mega Schwierigkeiten bei diesem Spiel, weil es teilweise echt knackig sein kann. Und kleiner Fun Fact auch noch dazu, bei Red Dead Redemption im Multiplayer, im Online-Modus, den ich echt sehr gerne gemocht habe und ich ein bisschen Angst habe, dass Rockstar Games den Multiplayer von Red Dead Redemption 2 ein bisschen überfüllt, wie es der von GTA 5 ist. Bei dem Multiplayer Online-Modus von Red Dead Redemption bin ich gerne aufgrund dem DLC-Pack, das ich mir geholt hatte, als Red Harlow rumgelaufen, also als ihn hier. Ja. Willkommen auf dem Trainingsgelände. Drücke 4, um die Einführung zu beginnen, oder Dreieck, um sie auszulassen. Wir lassen die in diesem Fall aus, weil ich weiß schon, wie das Ganze hier noch geht. Zumindest das Schießen und Zielen. Red! Red Harlow! What are you doing to my pots and pans? Now don't handpick the boy. Next trip into town, I'll buy you a whole bunch of new pots and pans. Red! Up the hill and quick, boy! We're getting raided! I'm coming, Pa! Hat ja echt lange gedauert, bis es hier... The kid's down by the river! Go get him! Und geht. Die Gegner halten hier auch echt viel aus. Also in Red Dead Redemption halten, also die Gegner hier, die halten teilweise so viel aus wie die Zombies in Red Dead Redemption im DLC Undead Nightmare, das übrigens sehr geil ist. Mit einer der geilsten Zombie-Spiele, weil es ja auch quasi ein Standalone ist, fast schon. Ups, fast auf meinen Vater geschossen. Und ja, ich mochte Undead Nightmare echt verdammt gerne, weil die Munition ist knapp. Zombies im Wilder Westen hat man sowieso nicht oft. Und dann kommt halt noch dazu, dass man die Zombies wirklich mit Headshots töten muss, weil sonst halten die echt viel zu viel aus. Und das geht da nicht gut aus, wenn man die ganze Muni verballert. Ich laufe hier gerade ein bisschen planlos rum, um einfach Zeit zu stinken. Weil ich weiß, wenn ich alle getötet habe, kommen die Katzen nicht. Jedenfalls, Undead Nightmare und allgemein Red Dead Redemption, sehr geil. Kid, I reckon your pa's better off dead. Him being such a yellow belly and all. Eine dicke, fette Brandblase werden, ey.
in die freigeschaltete Waffenverbesserung und ein Showdown-Level. Showdown ist quasi der Multiplayer, den man spielen kann. Ist nichts Wildes, nichts Halbes, nichts Ganzes, ist ganz okay. Das Geld können wir später benutzen, um uns neue Waffen zu kaufen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass man das Geschieße und sowas nicht wirklich doppelt hört wegen meinem Headset. Das habe ich ja schon mal erklärt vorhin. Ich glaube einfach mal daran, dass es soweit ganz okay ist. Ich habe diese Ladebildschirme irgendwie vermisst. So was gibt's heute kaum noch. Ladebildschirme, die mit Style gemacht sind. Mit Stil, mit Klasse. Psst. Oh, easy there, friend. Come on over here. Come on now. It's too dangerous for a man to be walking around in these parts. I deal in weapons and goods, see? Genau, hier haben wir jetzt einen Waffenhändler. Wir könnten uns ein Messer kaufen für den Nahkampf, eine Whiskyflasche. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wofür die genau ist. Schalte Tagebuch. Okay. Eine Waffe, was haben wir hier? Ein Poncho. Ein geöffnetes Schild. Ja, es erklärt sich von selbst. Schaltet einen Showdown-Charakter frei, von daher uninteressant. Verbrannter Gewehrkasten schaltet einen Showdown-Level frei. Aha. Ja, den Poncho kann man auf jeden Fall mal kaufen. Komm, holen wir auch. Genauso wie das Messer. Wir haben die Kohle ja. I would have offered you more than that, but the gang of ruffians done run me off of my... I didn't, You holding out on us, no! Old man? What the hell are you looking at? Fill him full of lead. Seid ihr hässlich. Ich weiß jetzt gar nicht, worum es genau geht, aber ja, Entdeckung gehen. Okay. Ja, ich hab's doch kapiert. Ich hab gesagt, aus Entdeckung lösen, das habe ich gemacht. Erstmal nachladen, ja. Ach so, okay, geht einfach von vorne wieder los. Hätte man mir ja auch sagen können. Gegen diesen Gegner ein Gewehr ein. Ich habe aber kein Gewehr. Oder doch? Ja, doch, habe ich. Wusste ich. Ja. Ich hätte gedacht, der ging daneben. Wie das halt eben so ist, ne? Revolver sind eher... Der war ja mal astrein, der Schuss. Das Dead Eye, genau, das gab's ja auch schon. Das Dead Eye war quasi die Zeitlupe in Red Dead Redemption. Oh Gott, dieser Name ist so schnell auseinander. Oh Gott. Red Dead Redemption. Geht doch ganz easy. Zieh deine Waffen mit L1.
Wenn du ein oder mehrere Deadbalken hast. Gratuliere, jetzt wirst du das Dead Eye schießen. Nee, danke. Das ist ein Bosskampf. Da lebt nur noch George. Wo bist du, George? Du bist nicht gerade der Hälfte der Familie, wa? Ey. Ich hab das Messer gerade geworfen, wa? Damn, son! You done killed them all! You know, you can get quite a handsome bounty for these fellas if you took them down to Sheriff O'Grady's in Widow's Patch. I'll be taking your cart. Sure, whatever you say, bounty hunter. Ja, es hat sich gelohnt, ne? Wir haben ein bisschen was freigeschaltet. Weiter. Habe jetzt übrigens doch mal den Fernsehton auf stumm gemacht und die Kopfhörer gemacht, also angemacht. Kann man das kaufen? Tagebuchseite. Showdown Charakter. Warum nicht? Man kann auch Waffen verbessern. Beziehungsweise die hier ist schon verbessert. Das hier kann ich reparieren. Auch mal reparieren. Der Revolver macht doch mehr Schaden. Sehr langsam. Naja, da will ich doch lieber ein bisschen was Schnelleres haben. Hier das Messer passt schon.